Geilomat. So, das ist Annettes Poppes hier. Und das ist die Vogelspinne. Ich habe Angst vor dem Gewitter. Ja. Dann bringe ich sie jetzt mal wieder ins Loch zurück. Auf der Suche nach Abenteuer und baumbewohnenden Vogelspinnen im Regenwald Mexikos. Wir haben immer noch keine baumbewohnenden Vogelspinnen gefunden. Aber wer sucht, der findet. Wir wollen tief in das Reservat der Biosphäre von Calakmul. Dort scheint der Regenwald noch intakt zu sein. Ein herabgestürzter Ast verengt die Straße. Schon bald finden wir die erste Vogelspinne. Boah, ich habe hier ein Riesenloch gefunden. Ich sehe sie. Boah. Boah, die ist riesig. Ja, endlich. Ein Cygnocatl vagans. Roter Hintern, schwarze Beine, wunderschön, knackige Farben. Und sie greift an. Mit dem Endoskop gelingen mir schöne Aufnahmen. Ich sehe Füße. Vito benutzt das Endoskop, um die Vogelspinne aus ihrer Erdröhre zu bugsieren. Wunderschöne Cygnocatl vagans. Das Weibchen hat noch etwas Sand auf dem Körper. Sie hat sich drohend aufgestellt. Doch wir wollen nur Aufnahmen und lassen sie bald in Ruhe. Jetzt ist wohl ein ganzer Baum umgefallen. Unsere Rennsemmel passt da aber immer noch durch. Das muss man gerade durch. Ja. So, da sind die Dschungelstraßen. Wir haben hier jetzt eine Radnetzspinne gefunden, die auf den ersten Blick wie Nephila clavipes wirkt. Die ist wirklich groß. Aber sie hat diese typischen Schutzgespenster hier links und rechts des Netzes nicht. Und Stabilimente. Die Stabilimente schließen auf eher Argiope. Aber das Tier ist so riesig. Es ist mindestens 3 bis 4 Zentimeter groß. Aber sie traut sich noch nicht runter. Hammer. Wir fahren weiter. Um uns herum nichts als Regenwald. Die Sonne dringt durch die Baumkronen. Doch bald werden wir aufgehalten. Wegen der Corona-Maßnahmen ist der touristische Teil von Calakmul gesperrt. Selbst hier tief im Dschungel ist dieser Schwachsinn am Start. Ob wir hier trotzdem weiter können? José diskutiert mit dem Guardaparque. Wir sind gespannt. Also für uns ist hier jetzt erstmal Schluss. Wir fahren dann wahrscheinlich zurück ein bisschen und suchen da nach Tieren überall. Und weiter kommen wir nicht. Also fahren wir wieder zurück. Wir lassen uns mit der Rückfahrt Zeit. Fischertukane schreien aus Leibeskräften von den Bäumen. Im Hintergrund hören wir Papageien. Einige Schildwanzen haben sich hier am Stängel versammelt. Sehr schön. Jetzt haben wir hier ein Männchen von Cygnocatl vagans. Wir sind an ihm vorbeigegangen, gerade in dieser Richtung. Jetzt auf dem Rückweg hat José gerade mal runtergeguckt und hat sie gefunden. Fantastisch. Gleich daneben wieder ein Loch mit einer Vogelspinne. Das zieht jetzt gerade Unwetter auf. Schon zu sehen. Wieder ein Cygnocatl vagans Weibchen. Wunderschön, knallrot und samtschwarz. Ja, ich komme nicht weiter jetzt. So tief war sie drin, ne? Der Himmel über dem Regenwand von Calakmul verdunkelt sich. Wir hören schon das Donnern. Geilomat. So, das ist Annettes Poppes hier. Und das ist die Vogelspinne. Ich habe Angst vor dem Gewitter. Ja. Warte kurz. Hand weg. Kannst du die jetzt auf deine Hand nehmen? Ja. So, dann bringe ich sie jetzt mal wieder ins Loch zurück. Das schöne Weibchen, wo ist denn das Loch jetzt genau? Okay, donde está el hueco? Ah, está aquí. So, ich tue sie jetzt mal ins Loch rein. So, geh mal nach Hause, Kleine. Komm,
Noch gerne jetzt. Was gibt's hier in der Nähe? Ja. Von wegen gefährliche Tarantel. Wenn man die Tiere versteht und ein Gefühl für sie entwickelt, dann ist so ein Hantieren für beide Seiten entspannt. Gracias, adios. Heute fahren wir die Straße 269 von Spuchil nach Schkan, fast an die Grenze zu Guatemala. Um uns herum nur tropischer Wald. Doch die Drohnenaufnahmen zeigen ein anderes Bild. Größere landwirtschaftliche Flächen im und um das Reservat von Calakmul. Wenn also auf dem Papier etwas als geschützt ausgewiesen ist, dann sieht die Realität oft ganz anders aus. Und das hier ist noch relativ harmlos im Vergleich zu anderen Gegenden. Wir fahren durch ärmliche Ortschaften. Hier verirren sich Touristen wohl selten. Hier kommt das Geld kaum an. Nächster Versuch. Wir sind jetzt hier auf der südwestlichen Seite von der Bioreserva Calakmul, irgendwo ziemlich weit im Süden, und suchen weiterhin nach Psalmopoeus-Arten, die wir hier in der Gegend vermuten. Jetzt schauen wir uns das mal an, wie der Wald überhaupt hier aussieht und so weiter und so fort. Was hältst du davon, Annette? Was glaubst du? Ich glaube eher nicht so gut, weil ich sehe da schon wieder irgendwie gerodetes Feld. Ja gut, das ist halt der Waldrand. Und mal schauen, wie groß der Wald zu der anderen Seite ist, wenn das wieder nur so ein kurzes Stück ist. Ja, genau. Wird schwierig. Ja. ¿Qué te parece este lugar? Ach, ich glaube, der Fang. Ja. Me parece bueno. Yo creo que vamos a tener suerte aquí. Okay, cool. Also, er glaubt, dass wir hier Glück haben werden in dem Wald. Na dann, jetzt haben wir hier so einen kleinen Waldweg gefunden, also fast nicht sichtbar. Und das ist schon mal gut, mal gucken, wo wir hingelangen, in den Wald hinein. Und dann gibt es hoffentlich auch größere Bäume. Und vor allem haben wir dann keinen Edge-Effekt mehr hoffentlich, weil der dann so ungefähr nach 40, 50 Metern aufhört. Der Edge-Effekt im Prinzip sagt, dass man am Waldrand, je näher am Waldrand ist, desto mehr haben wir das Klima des Waldrandes oder sogar des Feldes, der offenen Flächen außerhalb des Waldes. Also die Sonne knallt, es ist trockener und das zieht sich natürlich eine gewisse Strecke in den Wald hinein. Je weiter in den Wald hinein, desto mehr Waldbedingungen stellen sich ein. Und das wirkt sich natürlich auf die Flora und Fauna eines Waldes aus. ¿Qué encontró? Un fragmento de un fruto, pero me gustó el color. Está muy intenso. Sí. ¿No sabes el nombre? No, nunca lo había visto. Aquí varios. Plötzlich hören wir in den Baumkronen Krach. Noch können wir nichts sehen. Bald erkennen wir Klammeraffen. Sie turnen zwischen den Baumwipfeln. Mit ihren langen Greifschwänzen halten sie sich an den Bäumen fest. Eine fünfte Hand quasi. Wir gehen weiter. Und Annette, was glaubst du? Was hältst du von dem Ganzen? Nee, nicht so toll. Der Wald wird immer dünner, also die Bäume werden immer schlanker. Bäume ist eigentlich eher Gestrüpp. Ja. Und da hinten hört es wieder auf. Das scheint Feuerstein zu sein oder sowas. Auf jeden Fall sind die Spitzen hier total spitz und scharf und brüchig auch. Da kann man sich, wenn man hinfällt, ganz schön aufschlitzen. Diesen Stein muss man aufpassen, wenn man total spitzt. Ja. Das würde mich interessieren, was das ist.
Nimm doch eine Probe mit nach Hause. Ich habe schon ein paar Steine eingeladen. Ganz viele. Das ergibt einen neuen Zweig. Steinpiraterie. Die habe ich schon lange. Ja? Jetzt sind wir so einen kleinen Seitenweg des Seitenweges reingegangen. Hier gibt es auf jeden Fall mehr hohe Bäume als da drüben vorhin. Und die werden wir jetzt untersuchen. Zum Beispiel den da. Dick und hoch, relativ gesehen. Natürlich. Mit ein wenig Glück findet hier was. Jetzt gucke ich mal, was hier drunter ist. Naja, ich weiß, sei vorsichtig. Nicht mit bloßen Händen, Schlangen, bla bla. Hier haben wir eine Skolopenda-Familie. Oder nur ein einziges. Ja, eine Skolopenda-Familie hier. Wo ist er denn da? Lass mal die mal in Ruhe. Hier haben wir einen Norops. Die kleine Saumfinger-Echse fällt auf der Borke des Baumes kaum auf. Ähnlich wie Geckos haben diese Echsen Haftlamellen auf den Unterseiten der Zehen und Finger. Wir suchen die Baumstämme nach Wohnröhren von Psalmoporeus ab. Aber auch hier erstmal nichts. Die Zikaden rufen in der Hitze. Ein Wespennest am Baumstamm. Die Wespen ignorieren mich. Wir hatten auch in diesem Waldstück keinen Erfolg. Wir fahren weiter südwärts. Meine Drohne als Speer. Ich will wissen, wie die Landschaft hier aussieht. Gibt es hier noch Regenwald? Wenn ja, wo? So, jetzt sind wir ziemlich in der Nähe von der Grenze zu Guatemala und auf der Suche nach Wald. Weil alles, was wir dachten, dass es da höhere Bäume gibt und mehr Wälder, schaut jetzt hier so aus. Bereits alles abgeholzt für Viehhaltung. Ist natürlich schade. Also ich hoffe, wir finden noch irgendwas, aber bis jetzt keine Möglichkeit, irgendwo einen Zugang zu finden. Auf der mexikanischen Seite ist das meiste schon längst gerodet. Einzelne Waldfragmente, wie Inseln aus einer vergessenen Zeit, als der Wald noch ganz war. Ein Schwenk über den südlichen Horizont. Wo beginnt Guatemala? Irgendwo im großen Wald. Doch auch dort sehe ich helle Flecken. Wohl auch schon gerodete Flächen. Die Drohne kommt jetzt zurück. Leider hat die auch keinen... Also die hat Wald gesehen, aber in über 400 Meter Entfernung. Aus einer intuitiven Eingebung beschließen wir, der archäologischen Stätte von Hormiguero einen Besuch abzustatten. Die kleine Straße zieht tiefer und tiefer in den Wald. Stellenweise ist sie aus der Luft kaum noch zu erkennen. Der Duft von Abenteuer liegt in der Luft. Jetzt sind wir auf dem Weg zur archäologischen Stätte von Hormiguero und heute war das Tor natürlich zu, aber es war nur mit einem Schleifchen verschlossen. Ja, also ein Geschenk. Sozusagen. Ab jetzt kein Asphalt mehr. Es ist ein Parking hier, okay? Nein. Es ist die Puerta para la zona arqueológica, creo. Aquí se puede dar vuelta. Die Bauwerke hier sind fantastisch. Die Verzierungen sind viel aufwendiger als im Bekan. Überbleibsel einer uralten Zivilisation. Sicher viel älter als bisher offiziell angenommen. Der Blick über das Reservat der Biosphäre von Calakmul. Zwischen den Bäumen ragen mit Mühe wieder freigelegte Pyramiden der Maya gen Himmel.
Was erwartet uns in diesem Wald? Voll im mexikanischen Dschungel hier. Jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Sau genial. Und das mit der Rennsemmel Alemania. Hey Puppe, kann ich rein oder was? Ja, steig rein. Aber geil, was machst du denn hier? Ich hier auf Vogelspinnensuche und du? Oh Gott. Wir fahren ein Stück zurück zum Campingplatz. Müssen wir unsere Zelte während eines tropischen Unwetters aufbauen? Wir sind jetzt hier in Hormiguero auf dem Campingplatz, dem offiziellen. Wir wollten jetzt noch unsere Zelte aufbauen und wurden vor dem Regen, wie man hört, überrascht. Also halbwegs überrascht. Wir haben etwas zu lange an den Pyramiden rumgemacht. Und dann haben wir herausgefunden, dass die Häuschen, die eigentlich hier geschlossen sind, nicht geschlossen sind, nicht alle, also hier der Komedor. Es ist Sphaerodactylus, Otromas. Und wir beschließen auf jeden Fall in dem Häuschen hier zu übernachten. Und unsere Zelte, wenn wir sie trotzdem hier aufbauen, wegen der Moskitos. Zwar hat das Ding hier ein Moskitonetz, aber zwischen den Brettern gibt es jede Menge Lücken und auch über der Tür auch. Ja. Deswegen so ein Nest. Von daher, die Moskitos kommen sowieso hier rein. Aber schon genial. Schon alleine die Stimmung. Und ey, auch diesen Gecko noch da. Jawohl. So sieht es hier also drumherum aus. Da ist die Rennsemmel Alemania. Steht im Regen. Wir haben jetzt unsere Zelte hier aufgebaut in dem Häuschen. Über uns da oben ist ein Skorpion. Oder ist da? Hier ist ein Feuer. Ah, da lagst ein dicker Centroides. Gracilis. Ja, und hier ist ein Zelt. Und hier ist das zweite Zelt. Das wird auf jeden Fall gemütlich. Die Frösche packen auch schon. Das ist auch nett mit Rotlichtmenü. Weil wir essen hier gerade. Naja, er bastelt an seinen Sachen. Wir essen. Hier. Und am Tisch haben wir gleich einen kleinen Besuch, einen Laubfrosch. Hier. Ganz putzig. Der kleine. Wie groß ist der? Der frisst gleich meinen Finger. Nicht zu fassen. Wir suchen gerade hier in Hormiguero ungefähr 10 Minuten und am ersten dicken Baum hier, der ist ungefähr 50 cm im Durchmesser, habe ich doch tatsächlich hier eine Psalmoboreus gefunden, und zwar da vorne. Da ist das Baby. Schönes, großes Weibchen. Ungefähr 4 bis 5 Meter hoch. Mal gucken, ob wir das Baby runterkriegen. Wie findest du es, Annette? Mega, aber ich wusste, wie wir schon wieder hier reingefahren sind. Jawohl, komm, High Five. Geil, Omat. Ich versuche jetzt die Psalmoboreus mit diesem Stückchen irgendwie runterzubekommen. Mal schauen, ob es klappt. Die ist da reingelaufen. Also wir suchen hier weiter nach den Spinnen. Gerade hatten wir ein Froschkonzert, wohl in diesen Tümpeln hier. Und jetzt sind sie aber mal still geworden. Dann ist dann las ranas, que estaban tan bulliciosas. Sí, aquí están. ¿No? Frente. Ese, por ejemplo, aquí. Aquí. Wieder la misma. Sind sie überall? Jede Menge von denen. Aquí hay una pareja en un plexo. Utilizan charcos, pues. A ver. Nach einer Weile halten es die Laubfrösche nicht aus. Das Konzert geht weiter.
und wir sind mittendrin. Dieses Männchen einer Falltürspinnenart ist auf der Suche nach einer validen Partnerin. Es sieht aus wie lackiert. Die Nacht wird ja immer besser. Hier in diesem kleinen Baum, in diesem, naja, wie nennt man das, Loch, Rille, hat Annette gerade noch eine kleine Vogelspinne gefunden. Eigentlich sieht das aus wie ein Erdbewohner. Klitokrattel könnte es sein. Da drinnen. Ne, da drinnen ist sie, genau. Sie bewegt sich gerade. Galiomat. Das ist jetzt in Brusthöhe ungefähr. Die tropische Nacht hat viele Gesichter. Ein Rindenskorpion im UV-Licht. Gleich daneben noch jede Menge mehr. Zwischen den Baumwurzeln ein großer bodenbewohnender Skorpion. Gleich am selben Baum, knapp darüber, eine Jagdspinne. Und 20 cm daneben ein junger Rindenskorpion mit frisch gefangener Beute. Mein Licht zieht einen Nachtfalter an. Die Jagdspinne versucht ihn zu fangen. Vergebens. José hat jetzt hier die zweite Psalmopyrus gefunden. Nachdem ich vorhin die erste gefunden habe, ein erwachsenes Weibchen, haben wir hier so ein mittelgroßes Tier. Annette macht jetzt ein Foto davon. Ja, so geil. Da ist das Netz, das geht in so ein Baumloch vielleicht rein, vielleicht nicht. Genial. Was das für eine Art ist, keine Ahnung. Das wird sich dann irgendwann mal zeigen. So, auf jeden Fall ist das ein schöner großer Baum mit Epiphyten und solchen Längsrillen. Ja, hier klettert noch ein schöner Hesperide rum. Naja, erstmal mache ich ein paar Fotos davon. Ist auch geil. Das ist genial. Genial, oder? Mission doch noch erfolgreich abgeschlossen. Wir haben die Verbreitungslücke von Psalmopoeus zwischen Belize und Guatemala auf der einen Seite und Veracruz in Mexiko auf der anderen Seite geschlossen. Doch wir sind uns sicher, dass die Regenwälder weiter im Südwesten noch etliche Überraschungen parat haben. Come on, jump in and get inspired. ¡Que viva México, cabrones! ¡Órale, güey!